Hallo, willkommen zurück zu Of Orcs and Men mit mir, Nico. Und wir sind beim letzten Mal auf den verrückten Schamanenort gestoßen, in den Katakomben unter der Mauer. Und haben erfahren, dass er einen Bruder vom guten Arkeil festhält, auch ein Bloodjaw. Und deshalb haben wir beschlossen, nach triftigem Hin und Her, dass wir ihn befreien wollen. Also sind wir zurück in die Katakomben und fangen uns an, durch wilde Orks und Goblins zu metzeln. Ganz in alter Ork-Goblin-Tradition. Und wir laufen einfach mal ein bisschen. Ah, es geht tief nach unten. Oh, das sieht nach einem üblen Fight aus. Ich gehe lieber mal mit dem Arkai vor. Mr. Tangy. Oh Gott, er hat ihm die Augen schon ausgestochen. Der durchgepetzte Freak. Keep your distance, Arkai. Don't make me cut his throat. No, I'm trying to manage. What? You had something else in mind? Free him. No, wait. You don't understand. I can't free him. We're almost there. There is a reason for all this suffering, brother. Unless we give up now. Look at him. He knows. He knows! Free him. Right now. Yeah. And you too. You hear him? Tell me. Hear who? What the fuck is he talking about? Aber echt. The lost ones. I can't hear them, but I can sense their presence. Great. You can sense the dead. Is this gonna happen a lot? Ah, Arkai. There are thousands of them around you. And I am the only one who can relieve their suffering. They were sacrificed to build this wall. They were worked to death and buried here, far from the sky, far from the wind. I need shepherds, Arkai. Strong souls like his, like yours. Please, I beg of you. Why do you inflict this pain? To hear them, brother. You say you can sense them, but you must be able to speak with them, communicate with them through suffering. See this blood? It is a call, a watering hole to draw our lost ones. That's enough. For the last time, free my brother, or you will take his place. Yeah. Very well. Let it be so. Schade, hier kann ich nicht speichern. Okay, da haben wir noch zwei Goblins. Natürlich den fetten. Also Arkai, wie immer, du fängst mit deinem Dingsy an, dann dein. Und dann gibt's auch schon den Stun auf den Typen. Styx! Ich würde vorschlagen, du gehst... Boah, nee. Boah, 60 Rüstung. 60 Rüstung, was? Ach du Scheiße. 60 Rüstung. Oh Gott. Du gehst auf den Schamanen, Mann. Und zwar direkt. Mit einer Rüstungsbrechen, Poison, Flurry, erst ein Destabilizer, dann Poison und dann Flurry. Abwärts. Du musst hier schon deinen Torn raushauen, ne? Ich hoffe, das ist dir klar. So, Slixi. Hau mal.
Wie viele sind das bitte? Okay, du kannst wieder auf den Schamanen gehen. Rüstung ist schon gebrochen. Und dann haust du vielleicht einfach mal den kleinen Deppen um, ja. Und dann stun. Okay, Schamani. Hat er umgehauen? Ja, ich glaube schon. Aber dafür ist er auch umgegangen. Oh Gott. Rette ihn. Benutzt dieses Ding. Ach nee, du bist schon wieder nicht mehr gebufft. Das ist schlecht. Okay. Also du musst jetzt hier Rüstung brechen und... Okay, jetzt hat er nur noch 15 Rüstung, das ist schon mal gut. Wir brauchen noch eine Rüstungsbrechung und dann Gift und Flamme. Weiter im Programm. Oh Mann, Stixi, der kriegt den doch nie im Leben schnell genug um. Konzentrier dich mal lieber hier so. Klingt dir so ein Ding? Rüstung! Okay, du musst Rüstung brechen. Sehr viel Rüstung brechen. Boah, den hat er ja übel weggemacht. Nice! Oh ne, Level up und durch. Yeah! Butterzart. I have failed. He was already just about dead, Ark. He would never have survived the journey. You did what you could. So, can we go now? Just a second. Please. Seines Bruders. Und Styx ist klug genug, keinen dummen Spruch zu machen. Ach, sind sie nicht schön. Oh, das ging schnell, das hat gut geklappt. There's only two of you. Too late? Yes. Yeah. But my brother's soul is free. I have avenged him. Ja, Mann. I'm sure his soul has already bathed in the breath of Mother Earth. I'll do him honor. Let's get back to Fox and the monkey. They're negotiating for a new hideout. And they kept Raven on ice for you. Merci. Excellent. You still need me?
Okay, also es wird jetzt wahrscheinlich bald weitergehen. Deswegen können wir jetzt nochmal sein Inventar durchgucken. Aber ich habe keine Ahnung, was mit meinem Inventar abgeht im Moment. Also das. You'll get across, I'm sure. You're all right, Arkai. It's been a pleasure meeting you. I hope we'll meet again, here or in the Great Breath. Farewell, brother. Okay. Die Reise beginnt oder geht weiter. Oder fängt erst richtig an, je nachdem, wie man es meint, sich vorstellt. I'm not going further. You want me to finish what the monkey started? You don't betray Sarkis. Not him. You don't exactly have a choice, buddy. Huh. This is his place. You're gonna fail and he'll take me out. I'd rather die. Well, well. He's really scared. Wie, was? Was? Spannung. Raven! You couldn't go for the legs? Now what do we do? Hey, I'm a professional. It's not my fault I got reflexes. We'll get by. We can't be far. Ah, Styx. Er ist so gut. So, jetzt gucken wir mal, dass Sarkis, die Schlange, der wird sich noch ganz schön abfacken darüber, dass er uns verarscht hat. Ob ich mal... Oh ne, ich habe nur einen Punkt. Stability. Nee, komm hier, da geht fett Stamina weiter. Und das Dex, yes. Oh, der kriegt jetzt erst nochmal ein Agility. Yes. Troubleshooters. Nee, ich glaube, ich bin da noch ziemlich... Stamina plus 4 kriegt er da. Das ist aber eigentlich ganz gut für ihn. Damage plus 5. Müsste ich mal gucken, was der Arkeil so hat. Damage plus 8 hat er hier. Stability. Lion's Fang ist schon gut. Damage Reduction, Stability and Strength ist auch besser, ja. Ist auch besser für ihn. Ja, ich glaube, das hatte ich alles schon mal durchgeguckt. Stärke, Stability. Er hat jetzt Damage plus 8. Da könnte ich eigentlich... Jawohl, das ist eigentlich auch das Beste. Okay. Weiter geht's. Defensive Stance. Können wir das noch ausbauen? Increase Health Regeneration by 50%. Ach, das habe ich schon. Okay. Der Taunt, den habe ich auch schon. Da brauche ich Level 13. Das habe ich schon. Acquired. Was haben wir hier noch? Fast Attack that interrupts and knocks back the target. Könnte man eigentlich auch noch nehmen. Ich hole es mir noch. Dann haben wir da noch jeweils ein Upgrade. Okay, Styx. Was kann man da machen? Ist da 100 more life points to this companion. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Das hätte ich fast lieber im Arkai gegeben. Fällt mir gerade so auf. Hätte ich lieber mal geguckt. Naja. Also das ist eine Option. Und hier... Habe ich schon. Das kann ich noch nicht. Da kann er sich besser mit heilen.
Das ist natürlich auch gut, benutze ich aber eher selten mitten im Kampf. Die ganzen anderen habe ich schon gebufft. Nee, ich glaube, dann nehme ich doch den Revive. Ah, okay. Increase the chance of dodging by 50% during... Ja. Nee, ich nehme die 100 mehr Lebensenergie. Dann kommt er ziemlich fit zurück. Alles klar. Gut. So, Sarkis. Wo treibst du dich rum? In deinem wundervollen Kellerloch. Hallo? Muss ich irgendwas machen? Ah, ja. What are all these things? Guck. Hey, it's talking about greenskins. Aha. Goblins in particular. Check it out. From the soul of the goblin. Treatise on animal instincts. Not something you see every day. Big deal. Let's go. Hang on a second. That's recent. It looks like butcher's work. What? Examining a corpse, but... Huh? That's sick. The goblin wasn't dead. He was butchered alive. Oh Gott, eine Vivisektion am Goblin. What do you know, really, about Sarkis? I thought he was protecting the goblins. He's the only one who can control that many. That's how he got an Imperial concession for the sewers. And all that? Experiments. And nasty ones at that. What for? I have no idea. We'll soon find out. Oh. Hat ein Upgrade bekommen, weil er sich die Sachen angeguckt hat. Hat er was über sich selbst gelernt, vielleicht sogar. Die Goblins scheinen ja eigentlich eher Tiere zu sein, außer er. Ist ja auch so eine spannende Angelegenheit. Viele Regale. You came this far. That's troublesome. No. Hat Lust, ihm einen Dolch in den Rücken zu geben. That's disgusting. This guy's sick. We gotta take him out. First we get across the wall, and then we play with him. It's almost over. Come on, come on, you are perfect. Huh? Drop that and get ready, traitor. I'm impressed. You escaped the Inquisition, and you made it this far. Yee. And Raven? Dead. Naturally. My betrayed you. All's fair, you know? We had a deal. True, but there's the Grand Inquisitor. You burnt people he looked on as sons. I loved it, believe me. The smell. But a rumor has spread. Seems you disfigured him. Oh. He tripled the price on your heads. He would have sold everything he had to pay the bounty. I couldn't just walk away from such a reward. Matter of decency and credibility. You know how it is. Nothing personal, just business. You're gonna tell us how to get to the other side of the wall. Then I'm gonna kill you. Relax, children. Relax. Your experiments. Why? You are an exception, Styx. They are the reality. Their despair. Their brutality. You could have tried to understand them, but you did nothing. What were you trying to do? Teach them to read? Leave them alone. No. No. Maybe we're responsible for what they are. Guilty of their regression. You are doubtless the proof. You may incarnate what they should have been. Where do they come from, Styx? They appeared spontaneously about a century ago and spread like the plague. We hunted them. We exterminated them. What were they fleeing?
Where were they going? I want answers! You ask too many questions! For fuck's sake, they're animals! You and me, we're talking now. You ever talk to a dog or a horse? Bullshit! I was better than the others, stronger, tougher. I survived the swamps. I held on. Exactly. You're not an accident. You're not an exception sensitive to the fluid. You're a goblin, like the others. Except that you were lucky. You adapted. Why not try it with the others? That's bullshit, too. You live with them, you do nasty things to them, and you get nothing out of it. They're just rats you're trained to do chores and clean up soldier shit. I need more time. More time! I have to make sacrifices, smother my affection, my feelings, so the weakest open the way for the strongest. Enough! Okay, that's it. Nee, Strix hat die Schnauze voll. Rede. Und genau. Aber was hat er denn da befallen? Ganz der Pragmatiker. That's how it's done. Hallo. Hey, what are you playing at? Doctor. I just got hold of a map of the sewers. We don't need him to get to the other side anymore. Why don't you just kill him? I've got a better idea. No! No! Don't do this! They haven't been prepared! Please! Styx! Please! I can give you everything I know! There are secrets here! Secrets about you! Too late, buddy. Nothing personal. You know, just business. Da kannst du nicht mit locken. Jetzt isst er ihm natürlich direkt das Gesicht ab. Naja. So, jetzt haben wir die Karte. Jetzt this way. Jetzt können wir versuchen, uns unter der Mauer durchzu. Kämpfen. Spinnennetze, ne? Komm jetzt Spinnen. Nee. Menschen. Alert! Two arms! Das ist schon ein harte Brocken. Bip, 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 bip. Aber wir gucken mal, was hier so ist. Geht's doch gleich weiter. Mit unserer treuen Taschenlaterne. Oh, Gegner. Ii. Carapace, Taunt. Den hier. Okay, du musst dann gleich mal hier rein. Giftdolche.
Goblins aufwischen. Kein Problem. Den Giftdolch sollte ich immer relativ früh raushauen. Das geht dann für ein paar Attacken. Am besten so ein Giftdolch mit einem Flurry oder sowas war das, glaube ich, wenn ich mich jetzt so dran erinnere. Bum, 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 bum. Umschlag. Ja, und du kannst einfach. Crazy. Ich kann es mitbekommen. Egal. Okay, da müssen wir hin. Dann sind wir jetzt irgendwie falsch. Nee, gar nicht falsch. Wie lange müssen wir? Alert! 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 Gift und Flurry.
übel. Bei den Goblins reicht schon, wenn ich das einfach so esse. Bei den anderen kann man das dann noch würzen mit einem De-Stabilize. Kai hat das Glücks mal wieder umgehauen. Na gut, jetzt ist die Zeit aber auch schon wieder rum. Ich denke mal, beim nächsten Mal kämpfen wir uns hier noch so vorsichtig raus aus den Sewers und müssten dann tatsächlich auf der anderen Seite von der Mauer rauskommen. Da bin ich aber schon mal gespannt. Bis dahin, viel Spaß, ich wünsche euch was, macht's gut und bye bye.